Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Shakes and Fidget auf Server W23 mit meinem Char Terranigma Stufe 243 und der Gilde Ascendants mit den wohl nicesten Membern direkt nach den Donnergöttern. Ich grüße euch wieder, die lieben Donnergötter. Und was wir ja heute machen müssen, ist ein Pet finden. Nämlich kann man heute für Erde das Nahorn finden, Montag tagsüber in Marin. Aber dafür müsste man erstmal die Quest Marin bekommen. Und die Frage ist, werde ich sie bekommen? Ich habe keine Treibsanduhren, ich habe 2 Stück. Und hoffe, dass ich mit dieser Quest oder nächsten es kommen wird. Ansonsten muss ich die Alu klicken und ich kann es nicht live im Video holen, was natürlich obercool wäre. Jetzt habe ich aber 2 Red Quests. Okay, welche nehmen wir denn? Das sind so 2 Red Quests, die geben nur Gold. Das heißt, obwohl ich hier 2 Red Quests habe, werde ich mich für die XP-Quest entscheiden und muss weiterklicken, bis ich dann heute das Pet finde. Ich habe aktuell keine Treibsanduhren mehr. Dafür habe ich ganz viele Brombeeren. Wie sieht es denn aus beim Zähneug? Der ist 81 und ich habe hier noch 5. Das heißt, eigentlich könnte ich, guck mal, wenig Dienstag, das finde ich Mittwochnacht, eigentlich könnte ich die schon sparen. Und sobald ich dann am Mittwoch dieses Pet hier gefunden habe und hoffentlich auch hier freigeschaltet habe, kann ich es dann direkt ein bisschen füttern. Das heißt, gleichzeitig Zähneug auf 100 bringen und das Pet hier finden. Wobei, hier gibt es ja noch eins. Ist die Frage, schafft man das auch noch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall behalte ich mal die lieben Brombeeren. Dann habe ich hier noch, gestern im Turm, diese wunderschönen Kriegerhandschuhe gefunden. Die dämonische Tentakelhandschuhe. Wenn sie berühren, der ekelt sich zu Tode. Also ich nicht, ich finde es eigentlich nur ziemlich nice vom Aussehen her. Aber mein lieber barbarischer Bertram hat hier schöne aller Attribute Handschuhe mit sehr viel Rüstung. Und da lohnt sich das Austauschen nicht. Klar, es gibt 53 Attribute plus, aber ich verliere Geschick, Intelligenz und über 1200 Rüstung. Und beim Krieger mache ich das nicht. Da ist mir Rüstung viel zu wichtig. Kann es auch nicht mal zum Schmied geben, deswegen gucken. Handschuhe vielleicht? Nee, einfach weg damit. So, haben wir ein bisschen Platz im Inventärchen. Lichtdinger haben wir auch noch 3 Stück. Warklops ist auf 75. Und habe heute leider im Petkampf verloren. Ich weiß nicht, ob er noch gespeichert ist hier unten. Nee, leider nicht. Nur die 3 gewonnen. 4 habe ich gewonnen, 1 habe ich verloren. Da hat mein 75er Quarklops nämlich verloren gegen ein 62er Tink. Das war sehr bitter. Aber wir haben hier noch die Gilden Raids. Nämlich gestern haben wir noch hier den 36. Dungeon. Was ist der 36? Ich glaube, es war der 36. Den haben wir hier geschafft. Nämlich die Schlitzer-Echse hier am Anfang. Und machen hier locker flockig alles weg. Ich skippe das mal, das Ganze. Und man sieht hier, da ist schon Schneeva. So, hauen wir rauf. Avada Kedavra, Fabi. So, jetzt sind wir bei Schneeva mit Fabi. Astmo haut rauf, ich hau rauf. Dann Darosi, Cäsar. Und Fausenzani macht das Ding. Das heißt, wir hatten noch ab Ares übrig. Was haben wir denn? Ab Ares, ja. Gucken, Ares. Also haben wir 6 Leute hatten wir noch übrig. Dann kam der nächste Raid direkt heute Morgen um 4.56 Uhr, der 37. Und auch den haben wir bezwungen, ganz einfach. Ja, da unten ist schon der After Darkor. Und Asmo haut drauf, ich hau rauf, Cäsar wieder, Ares und auch hier, Paul macht's schon wieder. Das heißt, wir haben immer noch 6 Leute übrig, deswegen werden wir hier ganz easy die nächsten Raids noch bezwingen. Haben den 38. heute Morgen schon gestartet. Und ja, ich denke mal, zwischen 41 bis 44 Raids sollten wir auf jeden Fall kommen. Wir steigen hier wirklich, wirklich viele Level. Auch ich muss mal grüßen hier. Das liebe Apfelsinchen. Wirklich krass. Gestern auf 170. Habe ihn gefragt, na, holst du heute noch ein bisschen auf? Und eine Stunde später gucke ich in den Gildenchat und sehe, Apfelsine hat den dann gelegt und ist jetzt auf 215. Das ist wirklich, wirklich heftig. Deswegen, Grüße gehen raus an dich, liebes Apfelsinchen. Hammeraktion, 215, sehr stark. Finde ich wirklich stark. Natürlich Schilling. Schilling mit seinem berühmten Stärketalisman. Ich musste schmunzeln, musste lachen. Ich glaube, jeden hat es ein bisschen getriggert im Video von Schilling, als wir den Stärke-Talisman gesehen haben. Ich habe ihn auch schon angeschrieben. Postfach ist voll, in der Gilde liest das nicht.
Deswegen bleibt nur zu hoffen, dass er das in den Kommentaren liest und dann irgendwann dieses Item austauscht. Ansonsten vielleicht ist er ja stark gegen stärkere Gegner, aber es gehen halt 210 Mainstat verloren, die vielleicht ganz nützlich wären im Dungeon und auch generell. Ansonsten, die ganze Gilde ist hier am Steigen, Hexanion auf 229, wahnsinnig viel Level gemacht, Pantico auf 294, noch 294,5, Tracer hat gerade 270 erreicht, auch sehr stark. Und eigentlich könnte ich alle erwähnen, es sind alle richtig hier wunderbar dabei, das ist echt toll. Es geht ab, es geht hier richtig ab. Durchschnittslevel, wie gesagt, 224 und bei den Donnergöttern sind es jetzt 226, jawohl, sehr nice. Für 534 Ritterpunkte haben sie. Wir haben 534. Warte, haben wir dieselbe Anzahl schon wieder? Ja, wir haben dieselbe Anzahl Ritterheldenpunkte. Irgendwie schon seit gefühlt zwei Tagen sind wir auf demselben Niveau. Das ist sehr nice. Jetzt möchte ich mal ein bisschen ein Gold fürs Geld mal gucken. Die Begleiter sind auf Max-Level. Das heißt, ich kann hier einfach mal alles hier auf Geschick machen. Ja, hab ich mir gegönnt. 1764, jetzt gucken, wie viel hat denn der Lootiloot? Lootiloot war immer ganz stolz darauf, früher sagen zu können, er hat mehr Skills als ich durchs Gold-Event. Jetzt ist die Frage, wo sind seine Skills? 1600, 1375, jawohl. Vom lieben Lootiloot habe ich ihn in Skills jetzt deutlich überholt und das, obwohl ich das Gold-Event nicht auf Gold gespielt habe, sondern auf XP. Und, aber das nächste Gold-Event werde ich total, komplett, 100% auf Gold spielen. Gerade über Stufe 200, gerade mit dem 5-mal-Bonus ist das so viel Gold, dass ich mir holen werde. Und dann hoffe ich mal, dass ich vielleicht sogar die 2000er-Stats erreichen kann, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Bin ich gespannt. Jetzt haben wir hier noch im Dämonenportal der Gilde einen Versuch. Die dunkle Schützin schon wieder mit 7200 Geschick. Wollen wir mal überspringen. Guck mal, 81 Millionen hat sie noch und jetzt hat sie 55 Millionen, also 27 Millionen. Habe ich Schaden gemacht? Warum wird es nicht angezeigt? Ja, aber ich habe Schaden gemacht. 1% habe ich abgezogen. Das heißt, wir haben noch das eigene Portal. Wobei es vielleicht sogar schlauer gewesen wäre, das eigene Portal vorher zu machen. Und denn wenn ich es schaffe, hätte ich jetzt 1% mehr Leben. Mal gucken. Den Versuch gucken wir uns mal wieder komplett an. Das ist nämlich immer sehr spannend hier gegen den Corptus Eruptus. Gestern habe ich ja sehr, sehr viel Schaden gegen ihn gemacht. Mal gucken, ob ich es heute wieder schaffe. Oder ob ich ihn heute vielleicht sogar komplett besiegen kann. Ich warte auf die Crits wieder, denn die Crits sind das, was bei mir Schaden macht mit 135% mehr Schaden hier. 1,2 Millionen wieder. Aber wenn der mich trifft, dann macht der auch Schaden hier. 2,5 Millionen Crit. 2 wieder 2,6. Und das ist halt Wahnsinn. 3,1. Das ist so heftig. Und ich kann sogar noch zweimal critten. Ich könnte einmal zweimal critten. 3,1 Millionen hier. 3,9, 2,8. Das ist so heftig, wenn ich zweimal critte. 2,4. Und da ist er besiegt. Corpus Eruptus ist besiegt. Wunderbärchen. Morgen dann Metzgermeister. Bin jetzt bei 7% Portalbonus im Dungeon und 7% in der Gilde. Das ist ziemlich nice. Und habe nochmal 1% hier in Eintrag mehr bekommen. Bin jetzt bei 89% SA. Möchte unbedingt die 90% erreichen. Allein wegen dem Erfolg, den man bekommen kann. Und ja. Die Sammelwut, Sammelalbum zu mindestens 90% füllen, dann gibt es nochmal 5 auf alle Attribute. Ansonsten muss ich auch versuchen, 6 zu einem Set gehörende Klassengegenstände hier zusammenzubekommen. Nur irgendwie will das nicht wirklich. Ja, und dann wäre das ja cool, wenn ich da mir noch die Achievements auf jeden Fall hole. Jetzt haben wir Apfel hier, da wäre es, Merwin, die Quest. Aber natürlich mit Schuhe, wenn hier in der Quest Schuhe sind, dann kann ich da kein Ei draus bekommen. Das ist ja schade, das heißt auf jeden Fall weiter questen. Glücksrad ist gedreht, einen Angriff können wir noch machen. Wer ist heute unser Opfer? Wir greifen mal Fails an und wir gewinnen den Kampf. Nochmal 2 Ringe gestiegen, damit auf Rang 25 und im Dungeon geht nichts mehr. Medusa-Sümpfe geht nicht mehr. Der grässliche Kremlin, wer noch drinne? Der Roman. Roman der Ruchlose ist richtig heftig. Ich probiere trotzdem mal. Vielleicht mit ganz, ganz viel Glück bis zur Hälfte, ansonsten minimal. Ja, das ist schon mal, das muss ich sagen, das ist ein verdammt guter Versuch gewesen. Sollte ich jetzt in der Mine mal wieder irgendwann einen Geschickstein finden, werde ich ein paar Ausdauersteine austauschen und versuchen, auf über 9500 bis 10.000 Geschick zu kommen und verzichte diesmal ein bisschen auf Ausdauer. Aber gegen den Roman kann ich mit so wenig Geschick nicht antreten. Das wird nichts. Da brauche ich auf jeden Fall mindestens den gleichen Geschickwert oder mindestens ein bisschen so in die Richtung. Und mit 8700 gegen über 10.000 wird das so noch nichts. So, das war's für heute.
So sieht's aus auf W23. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wie immer, ich freue mich auf die ganzen Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!